Sache. Und eine recht ordentliche Steigerung gegenüber der WM im letzten Jahr. Ich rede immer noch von der Französin, da war bei 72,5 Schluss. Und jetzt Daumen drücken in Österreich für Heidi Neubacher. Schaut nochmal auf die Uhr, hat jetzt 30 Sekunden, wartet also das Zeichen ab. Das sieht besser aus, das sieht besser aus. Oh, was hat der rechte Arm gemacht? Da müssen wir nochmal genauer hinschauen. Und was machen die Kampfrichter? Gott sei Dank. 13-0 gültig. Bisschen Angst, dass man das vielleicht als Nachdrücken werten könnte, aber vielleicht habe auch ich nicht richtig hingeschaut. Also da sind sie dann endlich. Diese 77,5 Kilogramm. Dort wieder sehr tief in der Hocke, aber diesmal etwas besser die Position, auch ein bisschen vorn, aber ihre langjährige Erfahrung lässt sie dort clever handeln, warten, austangieren und erst dann schön in Ruhe aufstehen. Sie prima gemacht und ist natürlich. Es sind alle im Wettkampf bis auf Thailand und Dragneva und Heidi Neubacher. Siebenundneunzig Kilogramm. Wären also wieder 2,5 Kilogramm über ihrer Bestleistung im Stoßen. Reisen ja auch schon so erfolgreich gewesen, muss etwas in der Hocke sitzen bleiben. Kraft reicht aber aus, Beinkraft, um dort rauszukommen in den Stand. Konzentrationsphase, sich nochmal voll konzentrieren auf dem Ausstoß, Kräfte sammeln. Na komm, bleib stehen! Jawohl! Heidi Neubacher, zweiter Versuch, 97,5 Kilogramm für die Österreicherin. Man hat vielleicht auch die Anforderungsrufe von der Seite gehört, von Karl-Heinz Neubacher, dem Trainer und Ehemann. Hier sieht man, es muss etwas sitzen bleiben, kämpft dann. Und schön dann im Ausstoß alles reingelegt. Technisch zwar nicht sauber, aber trotzdem gültig. Normalerweise eine Minute pro Athletin bzw. Athlet, um den Versuch zu gestalten. Nach Aufruf sollte man allerdings hintereinander dran sein, dann erhöht sich diese Zeit auf 2 Minuten. So geschehen jetzt bei Heidi Neubacher. Sie hat jetzt also 2 Minuten Zeit, um erneut diese 72,5 Kilogramm zu schaffen, beziehungsweise erst einmal zu schaffen. Im ersten Versuch ist ihr das ja nicht gelungen. Drücken wir die Daumen, dass das jetzt besser klappt. Sollte prinzipiell kein Problem sein. Ja, und da sieht man es auch an dem Versuch, dass es eigentlich kein Problem ist. Und im Absetzen der Hantel, da sah man auch so ein bisschen die Wut über den ersten Verpass. 1 Kilogramm gesteigert werden können. Also nicht mehr um ein halbes. Auch das ist dann eingeschlossen in dieser 1-Kilogramm-Regelung. Und somit wird eben jede ganz normale Welt- und Europameisterschaftssteigerung auch in das Wertesystem mit eingeschlossen. Heidi Neubacher, 92,5 Kilogramm erster Versuch, im Reißen nur ein gültiger, der zweite. Mal sehen, ob es hier ein bisschen besser läuft. Der passte zumindest schon mal, Anfangsversuch, 92,5 Kilogramm. Der war also schon mal drin. Damit, Sie konnten es lesen, anhand der Grafik 165 Kilogramm im Zweikampf, Rang 2 im Moment. Es führt mit 170 Kilogramm die Engländerin Shade Okotie-Igbo. Das
Das ist, müsste doch drin sein. Nicht wirklich viel. So. Der Neubacher muss hier an Ammoniak schnuppern. Ja, das ist auch immer eine oft gestellte Frage. Eigentlich die Frage schlechthin, woran wird denn dort geschnüffelt? Ja, das ist Ammoniak und das soll die Nase freimachen. Das ist so, wie wenn ein Fußballer ein Nasenpflaster hat, wo er meint, das hilft. Und so hilft das ja auch einigen Athleten, eben nochmal klaren Kopf zu bekommen und eine Spur aggressiver vielleicht zu werden. Ja, das beißt richtig. Das beißt in der Nase, bis ins Gehirn rauf oft. Und da wird man auf alle Fälle nochmal richtig wach für den Wettkampf. Heidi Neubacher, ist sie wach für ihren ersten Versuch im Stoßen? Ah, schön. Das Ding hier im Stand, also wahrscheinlich umgestellt, denn sie hat ja doch oft immer die Handel vorne stehen lassen, weil sie einen Fehler gemacht hat, das hintere Bein. Somit Natalia Trotzenko noch nicht am Start. Heißt also, sie hat nach oben gesteigert. 97 Kilogramm jetzt für Heidi Neubacher. Momentan auf Rang 4. Stoßen und könnte Körpergewicht. Setzt sie besser um als im ersten Versuch, bleibt nicht sitzen. Also kann in Führung gehen im Stoßen. Im Stoß ja auch. Exakt. Minimale Korrektur, aber alles in allem ein ordentlicher Versuch. Damit 173 Kilogramm im Zweikampf. Sie sehen es, Rang 5 für sie. Im Stoßen allerdings, ich hatte es gesagt, war das die Führung. Letzter Wettkampf sein, hat sie gesagt, und den will sie natürlich noch einmal erfolgreich bestreiten. 73 Kilogramm ihr Anfangsgewicht im Reißen. Ja, und der auch gut gewesen im letzten Jahr, übrigens Achte geworden bei den Europameisterschaften, dort hat sie 76 Kilogramm gerissen. Scheint auch in einer solchen Form heute wieder zu sein. 73 Kilogramm drin in der Wertung. Zeitlupenanalyse schauen wir uns mal an. Ja, schön im Schwerpunkt gewesen, also ganz genau über dem Kopf. Da braucht sie keinen Schritt nach vorne oder nach hinten zu machen, weil die Hantel vielleicht da nicht optimal stand. Nationenwertung würde bedeuten, eine Athletin kann zu den Olympischen Spielen geschickt werden, während wir hier den ersten Versuch von Heidi Neubacher sehen. Der Österreicher über 95 Kilogramm. Des Weiteren gibt es noch die Möglichkeit, sich persönlich zu qualifizieren. Auch dort gibt es eine sogenannte bereinigte Weltrangliste. Also all diejenigen, die sich schon als Nation nominiert, qualifiziert haben, werden dort rausgenommen. Und dann muss man eben mit seiner Leistung unter die ersten 10 kommen der Weltrangliste. Und so, auf Deutsch gesagt, den Fettanteil reduziert, sondern auch Muskelmasse verliert. Ja, und das ihr Abschied an die gewichtige Familie. Ciao, Weightlifting.